Differentialgleichung erster Ordnung, das heißt, es kommt nur die erste Ableitung drin vor, heißt linear, wenn Sie in der Form y' plus f von x mal y gleich g von x darstellbar ist. Am besten erkennt man das anhand von ein paar Beispielen. Schauen wir uns dieses Beispiel mal an. y' minus x mal y ist gleich 0. y' ist nur als erste Ableitung drin vorkommt, also ist schon mal erster Ordnung, wie alle hier, die wir hier sehen. Dann haben wir keine Potenzen. Hier haben wir eine Potenz, das heißt, das ist keine lineare. Dann haben wir hier eine Kombination y' und y sind getrennt, haben wir hier auch. Und damit haben wir hier eine lineare erster Ordnung. Und wir haben hier hinter noch gleich 0, das heißt homogen. Hier haben wir keine hohen Potenzen. X können wir durch Division hier drüben hinbringen, dann haben wir hier 1 durch x stehen und hier auch. Das heißt, wir haben auch hier den linearen Anteil erster Ordnung, denn die Ableitung kommt nur in erster Potenz vor. Allerdings jetzt inhomogen. Denn hier hinten hinter dem Gleichheitszeichen steht noch ein Ausdruck, der kein y enthält, aber ein x. Dieses ist nicht linear, wenn auch erster Ordnung. Und hier, wenn man jetzt hier durch y teilen würde, hätten wir y nicht getrennt mit y da stehen, wie es da stehen soll, sondern mit y hoch minus 1. Das heißt, wir haben hier eine Potenz dran und damit ist das Ganze dann auch nicht linear. Also auch hier handelt es sich nicht um eine lineare Funktion. So, wenn Sie jetzt vom Typ linear ist und gleich 0, dann hatten wir eben schon gerade gesagt, das Ding heißt dann homogen. Eine homogene Differentialgleichung erster Ordnung lässt sich durch Trennung der Veränderlichen lösen. Und zwar ganz allgemein kann man sogar eine Lösungsgleichung angeben. Die sind auch in einem der Dokumente angegeben, diese Lösungsgleichung. Und zwar, wenn man Trennung der Veränderlichen durchführt, dann kommt man hier ja erstmal alles auf diese Seite, haben wir minus f von xy durch y teilen, Integral davor. Dann haben wir ln y ist gleich minus groß f von x, das ist die Stammfunktion von f von x plus c. Das heißt, wir haben einen Lösungsansatz, der ist immer der gleiche, wenn wir die Stammfunktion kennen, ist yc mal e hoch minus f von x. Damit hätten wir eine Lösungsgleichung, die man selbstverständlich verwenden kann. Wir werden noch vielleicht ein paar mehr herleiten, aber machen wir das erstmal hier für eine Funktion. Nochmal Trennung der Veränderlichen. x² y' plus y. Erstmal gucken, kriege ich das überhaupt in eine lineare Form? Ja, ist kein Problem hier. Das hier könnte ich ja schreiben als minus 1 durch x², das ist eine Funktion in x mal y und schon habe ich den linearen Teil. Das Ganze ist auch homogen, weil hier kein Ausdruck mehr additiv nur in x hinterfolgt. Also kann ich im Grunde meinen Lösungsansatz nehmen, muss nur wissen, was habe ich hier für eine Stammfunktion. Diese Stammfunktion von minus 1 durch x² ist 1 durch x. Und wenn man hier sieht, sich das Ganze nochmal in Ruhe anschaut, die einzelnen Schritte, dann kommt man hier entweder mit der Lösungsgleichung auf y ist gleich c mal e hoch 1 durch x, was hier von die Stammfunktion ist, oder natürlich auch mit Trennung der Veränderlichen. Bitte üben Sie das daheim. Hier ist eine Aufgabe, eine Anfangswertaufgabe. Das heißt, Sie können am Schluss auch noch das c bestimmen. Immer erstmal die homogene Gleichung lösen. Eine Lösung angeben in ähnlicher Form, dann für y 0 gleich 5 setzen,
Und dann kommt man eben halt heraus, y ist gleich 5 mal e hoch x Quadrat. Wir sehen hier auch schon so ein bisschen die e hoch x Quadrat. Das ist nämlich die Stammfunktion von 2x. Man muss nur ein bisschen mit dem Vorzeichen aufpassen, was kommt wohin, wie gehört das dahin, damit das auch wirklich passt. Und hier haben wir noch die 5, die sich hinterher durch das Anfangswertproblem ergibt. Wenn eine DGL mal nicht homogen ist, dann ist sie linear, vielleicht und inhomogen. Das heißt, es gibt hier hinten dran eine sogenannte Störfunktion g von x. G von x ist ungleich 0 und so etwas nennt man dann inhomogen.